Hi, wir sind Lotte und Thomas von Volksverpetzer. Hallo, ich bin Freddy, ich bin Redakteur. Marcello, PR und ganz viel anderes. Hallo, Saskia hier, ich mache die Designs. Und heute machen wir Autocomplete-Interview und schauen, was ihr so über uns googelt. Let's go! So. Boah, ich bin richtig excited, das jetzt so abzureißen. Bist du bereit? We're ready. Volksverpetzer. Und? Was ist das? Ein spendenfinanzierter Anti-Fake-News-Blatt. Der sich gegen Desinformation und Hass im Netz engagiert. Und wir sind vertreten auf allen Social-Media-Plattformen. Next one. Let's go. Wer steckt dahinter? Wir. Ja, viele vermuten immer so geheime Strukturen im Hintergrund. Wenn es die gibt, kenne ich die auch nicht. Könnt ihr alles sehen, wir haben die Über-uns-Seite, wo basically alles über uns drin steht. Also, literally, niemand steckt dahinter. Außer ihr, maybe, wenn noch nicht, komm rum, unterstützt uns. Wir sind komplett 100% Crowdfunding finanziert. Das heißt, niemand steckt dahinter, außer unsere Community. Los geht's. Let's go. Volksverpetzer, Twitter, blauer Haken. Und wir haben den Zwangshaken bekommen. Twitter hatte ja ganz früher mal in grauen Vorzeiten. Damals hatte Twitter noch diese Möglichkeit, dass man blaue Haken bekommt, wenn man halt eine krasse Seite ist. Und dann war das sozusagen der Beweis, dass man wirklich die Echten, die Wahren ist. Und dann war alles gut. Dann hat Elon Musk Twitter übernommen und hat alles zerstört. Und jetzt kann man sich den blauen Haken auf Twitter kaufen. Und jetzt können so ziemlich jeder den blauen Haken haben, was im Prinzip aber bedeutet, dass der nichts mehr wert ist für uns. Wir haben nie für einen blauen Haken bezahlt. Elon dachte sich, damit der blaue Haken noch irgendwie ein bisschen Credibility hat, lass das doch mal Leuten geben, die viel Follower haben. Deswegen, wir versuchen das zu vermeiden, den blauen Haken zu haben. Aber so einfach macht das Twitter uns nicht. Twitter zwingt uns diesen blauen Haken immer wieder auf. Und dann jedes Mal ändern wir unseren Nutzernamen auf Twitter, machen irgendeinen Kack-Smiley dahinter, damit dieser blaue Haken weg ist. Und eine Woche später ist wieder der blaue Haken dran. Weil der blaue Haken so gut angekommen ist, hat Elon die Funktion freigeschaltet, dass man ihn verstecken kann. Und Trommelwirbel. Volksverpetzer Gründer. Gründer ist gerade da oben. Gründer. Gründer. Oh. Das bin ich. Thomas Laschig. Ich habe Volksverpetzer gegründet und habe einfach mal angefangen, gegen Fake News und Hass im Netz zu diskutieren. Und am Ende ist das hier rausgekommen, weil ihr coolen Leute meintet, das muss man doch unterstützen. Cooler Typ, macht das Ding jetzt seit 2014. Und hat ein geiles Team aufgebaut. Und ich hoffe, wir werden noch ganz viel zusammen erleben. Das klingt nach richtig guten Ideen. Nicer Chef, nices Team, was will man mehr? Next. Next. Und Volksverpetzer. Vor Gericht. Wir wünschten. Wir haben beispielsweise den Prozess von Querdenker Wolfgang Wodak, der uns schon vor knapp 3 Jahren verklagt hatte. Wegen diverser Sachen, die wir funnily enough nie gesagt haben. Und ganz oft wurde der Prozess jetzt schon verzögert, meistens von der Klägerseite. Und wir warten immer noch und man will 50.000 Euro von uns. Also wir würden das gerne mal gewinnen endlich. Wir kriegen das Lab, Klagen, um uns zu beschäftigen, um uns Geld aus der Tasche zu ziehen. Vor Gericht sieht es dann meistens wieder gut für uns aus. Aber es kostet Geld, es kostet Zeit, es kostet Nerven. Wir haben jetzt zuletzt vor Gericht gewonnen gegen den Anwalt und Querdenker Pankala. Ja, er hat uns unter anderem verklagt, weil wir ihn Querdenker genannt haben. Aber das Gericht hat gesagt, das fällt unter die Meinungsfreiheit. Es gibt sehr viele Leute, gerade von rechts und gerade aus der Querdenker-Szene, die uns super gerne verklagen würden, weil sie natürlich nicht happy sind darüber, dass wir ihre Lügen und ihre teilweise Betrügereien auch einfach aufdecken. Volksverpetzer App. Holt euch die Volksverpetzer-App. Geiles Teil. Wir haben seit noch nicht so langer Zeit eine App. Mit der App könnt ihr alles bekommen, alle Medien, ohne eigene Anmeldung, ohne eigenen Account. Umgeht alle Algorithmen, die uns eventuell ausbremsen. Genau, habt ihr einfach ein Feed mit dem gesamten Volksverpetzer-Content, dass ihr nicht auf TikTok, auf Insta, auf Twitter, ihr seht dann alles am selben Ort. Ihr könnt da aber nicht nur unsere Sachen finden, ihr könnt auch Fakes melden, könnt auch unsere Faktenchecker-Seite, aber auch alle anderen durchsuchen, wie zum Beispiel von den coolen Kolleginnen von Korrektiv, Depar und so weiter. Und wir arbeiten auch ständig an neuen Features, also stay tuned. Platz wird runter, Android, iOS, egal. Schwupp. Runde 2. Okay. 1, 2, 3 und go. Volksverpetzer Petition. Oh, das ist geil. Petition. Oh, damit ist wahrscheinlich jetzt die Petition gemeint, mit der wir ein Verbotsverfahren der AfD prüfen wollen. Aus demokratischen Gründen, denn im Grundgesetz steht, dass Parteien verboten werden können, wenn sie den Grundlagen des Grundgesetzes widersprechen. Wir wollen die AfD nicht verbieten.
Wir haben nur den Verdacht, dass sie verfassungsfeindlich sein könnte. Unter anderem, weil das der Verfassungsschutz das sagt. Ja, und deswegen sollte es geprüft werden. Die Petition richtet sich an den Bundesrat. Und je mehr Menschen unterschreiben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben dieses Prüfverfahren angestoßen wird. Und da könnt ihr uns helfen und unterschreiben. Genau. Ja, einmal einblenden, bitte. Unterschreibt unsere Petition. Volksverpetzer. Volksverpetzer AfD-Zitate. Uralter Artikel von uns, der ironically immer wieder absolut in die Trends kommt. Wir sind ein Anti-Fake-News-Blog, wir sammeln Fakten und wir sammeln halt auch manchmal einfach nur die Dinge, die AfD-Politiker sagen, mit Kontext und wie immer mit Quellen. Und ja, aktuell haben wir auch wieder einen Artikel veröffentlicht über Zitate vom Faschisten und AfD-Vorsitzenden aus Thüringen, Björn Höcke. Wir hören auch ganz oft so, wie könnt ihr es wagen, den Höcke als Faschisten oder als Rechtsextremer, als Nazi zu bezeichnen. Aber ganz ehrlich, wir machen uns das nicht leicht. Ja? Wir bezeichnen nicht irgendwelche Leute random mit der und der politischen Eigenschaft. Aber wenn ihr euch diese AfD-Zitate, die überall bei uns auf Instagram, auf unserer Seite und so weiter zu sehen sind, wenn ihr euch die mal anschaut, dann versteht ihr schon, das ist einfach offener Rechtsextremismus und das ist verdammt scheiße gefährlich. Also das sollte man schon sehr ernst nehmen. Ja. Von Gerichten und Teilen des Verfassungsschutzes bestätigt. Plus, wenn noch irgendwer Leute in der Umgebung hat, die sagen, ey, ich will Protest wählen, keine Ahnung, Leute, geht was anderes Protest wählen, aber keine Faschisten. Seid vorsichtig, passt auf unsere Demokratie auf und gebt der AfD keinen Millimeter. Unterschreibt unsere Petition. Volksverpetzer. Und? Volksverpetzer linksradikal. Das ist ja nicht mal links, was ich sage. Guck mal. Das ist ja nicht mal links, aber das ist einfach nur normal. Alle hassen Nazis. Linksradikal. Oh mein Gott. Wir sind für die Wahrheit. Wir sind für die Demokratie. Und wir sind für das Grundgesetz. Wir sind für die Fakten. Wenn das linksradikal ist, dann... Dann sind wir für manche Linksradikale. Wir reden über Dinge wie Klimaschutz, wie Rechte für queere Menschen und so weiter. Und das wird so geframed, als wären das krasse linke Themen. Aber das sind Themen, die stehen im Grundgesetz. Okay, das ist die Mitte der Gesellschaft, von der wir so gerne reden. Das hat nichts mit Links und Radikalen so zu tun. Was auch immer mal wieder beweist, wie weit rechts wir übrigens als gesellschaftlicher Diskurs schon gerückt sind. Für Menschenrechte einzustehen und gegen Diskriminierung ist nicht linksradikal, meine lieben Freunde. Ja. Viele fragen auch immer so, wie kann es eigentlich sein, dass immer die Wissenschaft mit den Linken so übereinstimmt? Und ich sagen muss, das ist ein krasser Selbstdiss. Doch vor allem auch die Frage, ob wir unsere Meinung an die Fakten anpassen oder die Fakten versuchen anzupassen an unsere Meinung. Unseriös. Wir machen mit Absicht so ein bisschen auf unseriös. Uns ist das bewusst, dass das nicht so seriös wirkt wie die Zeit. Das ist uns vollkommen klar, das muss man uns nicht sagen. Aber es ist eben auch Teil der Erfolgsstory von Volksverpetzer. Und es ist auch Teil dessen, warum es eben funktioniert. Ich meine, pass auf. Hast du dich nicht schon mal gefragt, wie kann das sein, dass so richtiges Boomer-Cringe-Sharepic 100.000 Mal geteilt wird mit irgendeiner Fake News oder sonst irgendwas? Das sieht doch nicht seriös aus. Oder was die AfD labert, das ist doch nicht seriös. Aber die erreichen viele Leute. Es gibt für Rechte, Schwurbler und so weiter, gibt es Zeitungen wie die Bild, die sozusagen deren Weltbild immer wieder bestätigt, eben mit genau diesen reißerischen Überschriften, mit genau dieser Herangehensweise, das Ganze eben zu emotionalisieren und auf die Emotionen anzuspielen. Und auf der linken Seite gibt es das eben nicht so wirklich, oder auf der faktenbasierten Seite, wie auch immer ihr das jetzt nennen wollt. Ne? Aber das gab es nicht so wirklich. Es waren immer, die wollten immer alle nahe der Wissenschaft bleiben, alle ganz seriös, alles super, ist auch ganz wichtig für unsere Arbeit, ich will es auch gar nicht schlecht reden. Aber man erreicht damit eben nicht so viele Menschen, wie man mit Emotionen, mit reißerischen Überschriften, mit Framings, mit krassen Titelbildern, was ihr halt alles bei uns seht, macht. Also selbst wenn die Fassade vielleicht auf den ersten Blick unseriös wirkt, lohnt es sich reinzuschauen, denn die Fakten sind auf jeden Fall überprüfbar und in dem Fall dann auch seriös. Wenn ihr schon bei der Überschrift aufhört zu lesen, dann ist Volksverpetzer natürlich irgendwie unseriös, aber wenn ihr, was ihr vielleicht selten macht, wenn ihr auf die Artikel mal draufklickt, alle Tatsachenbehauptungen, die wir haben oder alles, was wir behaupten, sind mit irgendwelchen Links, irgendwelchen Studien und so weiter belegt. Wir sagen nicht einfach irgendwas, weil wir glauben, das könnte richtig sein, sondern wir schauen erst, was richtig ist und dann sagen wir irgendwas dazu. Weltbild ist nicht unser Weltbild. Ja, ich will abreißen. Shop! Wir haben einen Shop. Volksverpetzer Shop. Sehr geiles Merch. Wir arbeiten fair, vegan, biozertifiziert mit T-Shirts, Stickern, Tassen, Beuteln, noch mehr Stickern. Nochmal ernsthaft zu dem Thema Shop. Viele Leute fragen auch schon immer so auf Social Media und sowas, wie kann man euch unterstützen? Abgesehen von Spenden, ist auch der Shop so ein Ding, womit ihr uns unterstützen könnt? Damit können wir ganz minimal noch ein bisschen was dazu verdienen. Aber das Wichtigste ist vor allem, dass wir ein bisschen Flagge zeigen können. Die Message
Spreaden. Ja. Tragt den Merch quer durch die Innenstadt, zeigt euren Freundinnen, Freunden, Eltern und so weiter unser Zeug. Wir haben auch Soli-Aktionen für die Ukraine zum Beispiel. Schaut einfach rein. Gönnt euch. Ist das schon das Letzte? Ja. Volksverpetzer. Trustpilot. Oh mein Gott. Oh. Also, das war eine ganz tolle Zeit. Oh Gott, Trustpilot. Ich flipp aus. Es gibt seriöse Bewertungsportale und es gibt unseriöse Bewertungsportale. Also TLDR zu der Trustpilot-Sache ist, das ist quasi eine Plattform, da kann man eigentlich Produkte von Unternehmen bewerben, was schon schwierig ist, denn Volksverpetzer ist halt nur spendenbasiert, wir verkaufen keine Produkte. Unsere Faktenchecks und das, was sonst aus unserem Gehirn rauskommt, das ist alles frei im Netz. Das könnt ihr euch anschauen, ihr könnt dafür spenden gerne, ihr müsst es nicht. Vor einer Weile haben es richtig viele Rechte und Querdenker lustig gefunden, lauter offensichtlich negative Bewertungen bei Trustpilot zu machen. Es wird ja nicht der Merch bewertet, sondern die Seite des Volksverpetzers. Und dann ist es volles Battle geworden. Dann haben als Reaktion darauf voll viele von unserer Fans viele positive Bewertungen gegeben. Und wir haben Trustpilot gebeten, nur unser ganzes Profil runterzunehmen, weil das ist ja auch nur noch Schmarrn. Das war ja nur noch ein Battle von 5- und 1-Sterne-Bewertungen, die überhaupt nichts mehr aussagen. Wenn Trustpilot dann sich denkt, ach, ich schicke mal ganz viele Mails, kommt es schon hart an eine DDoS-Attacke ran. Ja. Und dann hat Trustpilot vor einer Weile einfach alles gelöscht und seitdem ist einigermaßen wieder ruhig und oh Gott, jetzt habe ich es gesagt, jetzt geht nicht auf Trustpilot. Lasst es einfach, macht sinnvollere Sachen mit eurem Leben. Das war kein Call to Action. Ja, überzeugt euch einfach selber von uns. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Habt ihr Bock mehr auf solche Formate, sonst irgendwelche Wünsche, Kritik, konstruktive Kritik? Denkt an, Morddrohungen sind keine Kritik. Abonniert uns gerne, folgt uns auf allen anderen Kanälen. Holt euch gerne auch die App. Wenn ihr wollt, haben wir hier und hier noch weitere coole Videos. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Hey, das war's. Tschüss. Bye. Bitte die Glocke. Wir sollten Meme- und Kameramann-Department trennen.